Ja, hallo und endlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Vesperia. Den Awamaki, er spielt auch schon eine Game weiter. Ich habe Bock drauf und ich will auch meine Projekte hier zu Ende bringen. Und ja. Wir müssen jetzt, glaube ich, jemand hinterher. Ich kenne den Namen gerade nicht mehr. Es tut mir leid. Boah, das ist schon ganz schön laut bei mir. Repeat! Look, is this? Repeat will be able to follow his scent with this. We've got to get that case back. Yeah, there's that too. Guilds don't take kindly to backstabbing cheats. That's right. He couldn't just cross the mountains to the west without preparing first. We should be able to catch up with him. All right, let's get him. Do you think the Colosseum will be okay? Are you worried about it? Do you want to wait here with Rita then? What do you mean? This is a guild matter after all. Nothing for you little ladies to worry yourselves over. Sorry, Estelle, but I'm going too. I'm curious about that red case. Besides, I won't feel right till I give that idiot a piece of my mind. Then I... Decide for yourself. I'll come too. If he was trying to obstruct the Knights, then this could be connected to the Empire. Hmm, maybe. Anyway, the Colosseum will be fine. Flynn's got a handle on things. Well then, let's get our things in order and go after that jerk. Oh, genug vom Event. Altosk, Fortune's Market, Ruins Gate, and the Blood Alliance. Huh, that makes us one short. Huh? What are you talking about? The Union's five master guilds. We've dealt with four of them, but not the last one. Oh, hey, I don't think I even knew the last one's name. Hey, Carol, what's the last guild called? Ah, that'd be the Blacksmithing Guild, the Soulsmiths. Huh, I didn't know they had a guild for that, too. You've probably used swords forged by the Soulsmiths without even knowing it. You've seen weapons embossed with an iron hammer, right? That's their guild emblem. Oh yeah, the innkeeper where I used to stay had a kitchen knife with something like that on it. Diese Möwen nerven mich gerade übel. Es heißt, dass gestern zwei weitere Menschen spurlos verschwunden sind. Bei dem Ruf der Gilde als Wuchherr. Als Wuchherrer? Sollten es die Leute besser wissen, aber die Touristen sind eben ahnungslos. Steckt die Gilde mit der Information nicht unter einer Decke? Mit den Informanten, Entschuldigung, unter einer Decke? Mordo, Polisania würden auf so etwas nicht hereinfallen. Wo bringen die Leute hin, die spurlos verschwunden sind? Wer kann das wissen? Auf jeden Fall kehrt nie niemand zurück. Ich hoffe, heute Nacht verschwindet niemand. Okay. Diese fucking Möwe. Oh, sie ist weg. Alter, hat sie euch auch so sehr genervt wie mir? Himmels, ey. Kämpfen. Ich muss kämpfen lernen. Oh, Doppelkampf, oder? Wie geht denn das alles? Okay. Ich muss das ganz neu als lernen. Weil ich habe sehr lange kein Tales of Vesperia mehr gespielt. Halt nicht aufgenommen. Ne? Na komm her. Weil ich bin halt verwöhnt durch Final Fantasy Persona, wo die Kämpfe so halt ein bisschen von Hand gehen. Ich habe das sogar jetzt auf meinem Kanal gesehen. Ich werde Tales of Vesperia alle zwei Tage hochladen. Weil das einfach 20 Minuten sind. Und das täglich wäre schon über 20 viel. Weil, ja, das wäre schon. Also muss ich dann mal sehen, wie das noch handhaben soll.
es wird wie folgt auf meinem Kanal Tetris Final Fantasy kommen. Ah. And here I thought all we'd be doing at the Colosseum was beating bad guys. Now things have gone and gotten complicated. I certainly didn't think we'd be seeing Flynn here. Not to mention that Zoggy guy. And that runaway coward, Regay, too. It can't be a coincidence, not with them all here at once. If it is a coincidence, it's the worst one I've ever heard of. Just how bad can our luck be? You think Leviathan's Claw are the ones calling the shots this time? Thinking things through is all well and good, but we don't want Regay skipping out on us. No kidding. We'll finish talking later. Let's go. Okay. So. Wir müssen mal hier umgucken. Kann ich nie schaden. Okay, hier ist eine unsichtbare Mauer. Das ist doof. Ja, wie gesagt, es gibt bei mir Tetris Final Fantasy. Werde das wahrscheinlich so handhaben. Das ist wieder ein Doppelkampf, oder? Okay. Alles klar, auf bitte. Auf die Hoffnung. Halbautomatisch. Ja. Was kannst du denn nicht lernen gerade, ey? Oh, das war mal toll, Mann. Und wieder mal. Warte mal. Ja, genau. Ah, ich hab's wieder raus. Ja. Oh Gott, sorry. Schön aufballern. Einfach kochen. Oh Gott, das ist gerade so schlimm. Nein. Ja, so. Du kochst für uns Reisbällchen. Kebab-Sandwich. Ein leckeren Döner. Kochen da. Oh nein. Oh Gott. Apfelgummi. Haben wir noch ein paar? Orangengummi. Okay. So. Ja, jetzt muss ich gerade ein bisschen wieder lernen. Ich sage jetzt mal so fresh hier raus. Ich habe sofort eigentlich wieder gestartet, eigentlich, ohne vorher was anzuspielen. Habe, glaube ich, ein, zwei Runden mal so mal eben nur gekämpft. Das gebe ich zu. Aber sonst habe ich eigentlich null so gespielt. Weil, keine Ahnung. Das ist ein Projekt, halt, wie alle meine Projekte, ich mache das relativ mit, wenig Aufwand. Ich mache es pure. Das heißt, bei mir gibt es keine Schnitte oder so. Ich zeige euch das ganze Ding einfach wirklich. Ah, und ich mache mir okay, da habe ich mir dran gedacht. Ich habe mir gedacht, wieso bekommt ihr ein TP wieder? Das ist ja so, ich mache mehr Schaden, dafür verbraucht für jeden Hit ein TP. Und ja. Na komm. That's over. Okay, ich bekomme einen Zug. Ah, ich hätte kochen können.
Oh Gott, sorry dafür. So, wo lang müssen wir? Wir hätten ja ein Schiff. Oh, ich hätte gerne mal was mit dem Schiff noch gemacht. Stimmt, darüber habe ich mich sehr geärgert. Betreten wir mal. No sign of him so far. Do you think he went this way? Maybe he used this to get through to the other side of the mountain. But this cave is the Weasand of Kados. A powerful monster called Terrapus lives here. It's supposed to be really dangerous. Or at least that's what Nan told me. Perhaps he went inside without knowing that. Der Schlund von Kados. Kados? Looks like he was hiding out here, hoping we just pass him by. Well now, let's have a nice, long chat. What were you trying to gain, setting us up like that back at the Colosseum? And give back that case! You leave me no choice. Leviathan's Claw? Die Klaue des Leviathan. Okay. Ich hab Angst. Alter. Wie schade. Oh, es sind auf dem Boden geknallt. Jetzt hat Übermodus um. Oh man. So. These guys are all over the place. Kochen da? Reisbällchen. Verteilen Marktangriff plus. Reisbällchen. Guess this means Ruins Gate and Leviathan's Claw are connected. So they pretend to help with the excavations, then swipe materials and sell them later, huh? Who I'll make them pay, I swear. How could a guild as famous and renowned as Ruins Gate do something like that? Judith, wait! He'll get away if we don't hurry. Remember what I said? There's a really nasty monster living in there! Hey, what do you say we call it a day? Old Raven can't afford to get too far from Nordopolica without getting this letter to Bellius. The Don'll hit me with another one of his thankless jobs otherwise. Well, I'm going after him. I can't let somebody like that just do whatever with the Blastia he takes from the ruins! And I'm gonna get that case back, too! I'm going too. What are you talking about? You're staying put here. I'm not. Huh. This doesn't sound like something Brave Asperia can very well pass up. Yeah. It's our job to protect Estelle. If we all go together, we're bound to come up with something. Sure you'll be all right without the Great Raven? I think so. Good luck delivering the letter. Jeez, aren't you even gonna try to stop me from leaving? Kein Raven mehr. Ist doch noch da. Verarschen. Oh. Okay. Let's work together. So, greifen wir an.
Ja, geht mit das Kämpfen so eigentlich. Sind zwar sehr eingerostet. Aber da werden wir ja reinschubsen. Wie geht das nochmal mit diesem... Ah, verdammt, hätte kochen müssen. Ja. Was haben wir hier? Siegeltrank. Diese Höhle erinnert sich stark an Tales of Jurassic Earth. Da gab es auch so eine ähnliche Höhle. Hatte so denselben Style eigentlich. War die Höhle, also wer das Game kennt, war die Höhle unter dem Schloss Baron. Schutz. Okay. Ah, da ist der Schuss. Okay. Knuss. Er kann keinen Schutz tragen. Nee, aber sie. Was wäre? Graven könnte nur. Aber sie nimmt jetzt mächtigen Schutz. Ja. Ja. Das ist ordentlich. Das ist schon ordentlich. Ah, mal sehen. Ach, diese halben Sachen. Ich hab mal keinen Bock drauf. Sonst eigentlich hat sie da alles gelernt. Davon alles gelernt. Da kann sie nichts lernen, okay. Guck mal, wer noch was lernen kann. Sie kann aber mit dem Dreisack lernen. Ist auch eine bessere Waffe. Okay, war gut da hinzugucken. So. Und sie kann die magische Energie. Und hier noch Überzauber. Dann hat sie noch... Das hat sie noch. Da. Okay. Und noch einige Sachen. Okay, ich hab noch meinen blauen Drachen. Habe ich da noch was? Ohne. Kalinga. Sonst? Alter, wie viel noch? Ogerschwert. Ah, kann aber schon Ogerschwert plus 1 nehmen. Okay. Status plus. Ich glaube, nehmen das mal und guck mal, was es ist. Status plus. Ich glaube, das muss ich nehmen. Freude ist nicht Freude mehr. Erfahrung. Bin mir gerade nicht sicher. Erstmal wieder Combo plus lernen. Ah, ich glaube, das hat halt meinen Combo-Zähler auf einen hochgeballert. Immer gut, das ist immer gut. Komm, es wieder hoch. Verdammt. Ja. Ah, komm. Aber auch irgendwie so eine... wie heißt das nochmal? Ich kann mal das nicht nehmen. So eine Art Säbel ist das. Let's go. So eine Säbelklinge. Okay. Ich weiß gar nicht, aber wie die Attacke, wie das Schwert heißt, das ist aber so. Ja, kommt auch aus dem Arabischen. Und? Eigentlich auch so bei Piraten und so. Die haben ja auch so Säbel. Also teils, teils, kann man sagen. Hm. Weiß nicht, geh nochmal hier lang. Ja, wusste, dass das eine Truhe ist. Da geht es bestimmt ganz weiter. Aber guck ich hier um. Hier gibt es noch viele Truhen und so. Und ich werde erstmal nach dem Kampf mal den Part kurz beenden. Danke. Danke, Astral. Genau, das sagt sie. Noch irgendwie so von meinen Let's Playen hier gerade sehr ruhig. Merkst du gerade? Die Ruhe geben wir uns noch. Stachelbogen.
Denken wir einmal kurz nach. Er kann doch was lernen. Aber er wird erstmal schützen Kipos. Und dann wird er Stachelbogen nehmen. Auf jeden Fall, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und so. Ne? Euer Nawamagi. Tschüss.